Seit dieser Woche heißt die Langemarktstraße Familie-Einstein-Straße. Das ist der Schlusspunkt eines langen Verfahrens, das wir als Stadt Augsburg in die Wege geleitet haben. Und ich möchte mich ganz herzlich auch bei der Kommission bedanken, die uns hier mit ganz tatkräftig unterstützt hat. Langemark, das war ein eigentlich ganz unbedeutender Schlachtort im Ersten Weltkrieg, wurde aber von den Nazis im Dritten Reich dann als Heldenmythos-Verehrung herangezogen, um junge Menschen für den Krieg zu begeistern und in den Tod zu schicken. Ich finde, dass so ein Name in unserer Stadt nichts verloren hat. Mit der Umbenennung der Langemarkstraße in die Familie-Einstein-Straße setzen wir ein Zeichen in dem Jahr, in dem wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, aber auch hier in Augsburg feiern. Die Familie Einstein war eine alteingesessene Kriegshaberfamilie, die über viele Generationen hinweg einen Viehhandel hatte. Heute leben die Nachfahren in Amerika. Wir hätten sie gerne zu der Umbenennung heute begrüßt. Die Pandemie macht es nicht möglich. Und trotzdem ist es für uns ein wichtiges Zeichen, dass wir eben dieses jüdische Leben in Augsburg auch ganz deutlich zeigen und dass wir stolz darauf sind, auch heute wieder jüdisches Leben in Augsburg beheimaten zu dürfen.